Ich werde die Top 10 Werder Bremen Neuzugänge von 1 bis 10. Auf Platz 10 fangen wir mit einem Knaller an. Diego, absolute Legende. 10 von 10 Transfer von dem Preis. Auf Platz 9 haben wir Arnautovic, Riesenballer, aber mies stunk gemacht. Deswegen so 7 von 10. Auf 8 haben wir Füllkrug, Nationalspiele geworden. Deswegen Preis-Leistung definitiv 10 von 10. Auf 7 haben wir Bittencourt. Hätte ich mehr erwartet tatsächlich für den Preis. Deswegen eine klassische 5 von 10. Auf Platz 6 haben wir Wesley, Brasilianer, der eher gefloppt ist. Ich gebe dem 3 von 10. Auf 5 haben wir Max Kruse, eine absolute Vereinsikone geworden, deswegen eine ganz gute 8 von 10. Auf 4 haben wir Carlos Alberto, auch Brasilianer, ist noch mehr gefloppt als Wesley, deswegen 1 von 10. Auf 3 Milut Rashica, der war tatsächlich eher stabil, ich gebe dem eine 7 von 10. Auf 2 haben wir Marco Marin, absolute Legende, damals Riesentalent gewesen, danach Chelsea, ich gebe dem eine 7 von 10. Und auf 1 haben wir David Klaassen, kann kicken, war in meinen Augen aber zu teuer, 5 von 10 Punkten. 10 von 10 für dich, wenn du jetzt abonnierst und eine neue Mannschaft in die Kommentare haust.